Found a guy, told me I was a star. Oh, okay. He held the door, held my hand in the dark. And he's perfect on paper. That he's lying to my face. Does he think that I'm the kind of girl who needs to be safe? And I say, ich bin 13 Jahre alt und ich komme aus Kleinwaldstadt. Das ist in der Nähe von Aschaffenburg. Sizin, okay. Hallo, schöner Name. Hallo. Sizin, sehr wow, schön. Ey, unfassbar. Toll, dass du hier bist. Vielen Dank. Das ist echt ein unglaubliches Talent, was du da hast. Deine Stimme. Danke. Allein schon der Klang deiner Stimme. Der Dialog war so. Michi guckt mich an und sagt, das finde ich Hammer. Ich sage, ich finde es voll geil. Und dann wird Ist das eine ausgebildete Stimme schon oder kommt es natürlich einfach so aus dir raus? Also ich habe jetzt schon, ich glaube, ein halbes Jahr Gesangsunterricht, aber... Ein halbes Jahr? Es hört sich nach einem halben Jahrhundert an. Das ist ja gar nichts. Ja, wow. Egal. Wenn du so übst oder so, also habt ihr Nachbarn? Ja, wir haben Nachbarn und ich singe auch sehr viel... Und laut, natürlich. Aber über das Martinshorn der Polizei. Nee, das ist so, dass die Nachbarn mit dem Besen an die Wand klopfen, wenn sie nicht singt. Ja. Bitte sing wieder. Also deine Nachbarn sind Fans, die finden das gut, die finden das toll. Ja, ja. Ich habe die Augen zugemacht, ne? Und du hast gesungen und ich habe das so genossen. Und mitten im Song mache ich die Augen auf, gucke zur Seite und alle hatten sich schon umgedreht. Und ich war so, what? Du hast mich so verzaubert. Ich war so, du hast mich so... in deinen Bann geholt und ich war so in einer anderen Welt. Wenn das eine Sängerin schafft, dann ist das die ganz hohe Kunst. Also mit Vokalen zu singen, ne? Es gibt ja Vokale, die sich leichter singen lassen, wie das A oder das E und so. Dann hast du mit dem I ein bisschen noch weiter hochgegangen und ich dachte, hey, wie geht das denn überhaupt? Und das ist so solide gemacht, dass ich einfach, ich war so hier unten so. Und konnte es gar nicht fassen, wirklich. Also ich bin ein bisschen verliebt in deine Stimme, also wirklich. Ja. Ah, danke schön. Also die Steigerung am Ende des Songs, die ganzen, also das ist ja technisch schon wirklich der absolute Wahnsinn. Also wo soll das noch hinführen? Also Sängerin wahrscheinlich? Ja. Okay. und neben der Musik, was machst du noch? Neben der Musik, da male ich sehr gerne. Du malst? Also ja. Künstlerin durch und Zeichnen, durch und durch. Ja. Ich zeichne auch sehr gerne. Ach ja? Ach ja. Wirklich. Cool. Wirklich, wirklich. Was für ein wirklich. Zufall. Ich habe früher, ich war in der Kunst AG in der Schule und habe viel mit Aquarell gemalt. Aber du bist ja sehr, sehr kreativ, das liebe ich schon mal, weil ich finde, dass kreative Menschen nicht nur kreativ sind in einem Bereich, also nicht nur in der Musik, sondern wirklich auch überall. Auf was für Mucke hast du denn Bock? Welche Musikrichtung macht dir Spaß? Ja, also Englisch ist mein Favorit, aber es geht auch Spanisch. Ach, du kannst Spanisch auch singen. Boah, ich entdecke gerade sehr schöne Sachen von dir. Dankeschön. Mega. Okay, ganz kurz, ich merke hier eine leichte Sympathie Richtung Alvaro. Könnte ich dir was Spanisches vorsingen? Ja,
Klar. Ja. Kann ich vielleicht die spanische Gitarre haben, die Nylon? Das wär, also ich hätte mega Bock für dich was zu spielen. Wollen wir uns beide hier hinsetzen einfach? An der Treppe? Komm, wir setzen uns einfach hin und wir machen das gleich. Mann, ey, wie fühlst du dich? Alles gut? Ja, ich bin sehr erleichtert und das ist so ein schöner Moment hier mit euch. Ja. So, der Song geht ungefähr so. Soy el fuego que arde tu piel, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, de la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. ¿Y cuáles deseos me vas a dar hoy? Dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo. Tuyo será, tuyo será, tuyo será. Oh, shit. Tuyo será. Y tuyo seré. Sagen, das ist halt schön. Das ja, ist einfach verdammt kann man nicht schön. Sagen. Ich kann nicht singen, ich kann kein Instrument spielen. Ich habe mich immer geärgert über die hübschen Jungs in meiner Klasse, die am Lagerfeuer die Gitarre auspacken und die Herzen der Mädchen gewinnen. Es geht aber nicht darum, um ihr Herz zu gewinnen, sondern es geht darum, dass sie die Show gewinnt. Das ist richtig. Ja. Ja. Und da hilft dein Gesang und dein Gitarrespiel auch nicht, sondern da helfen Michi und Smudo, die Gewinner. Die Doppelgewinner von The Voice of Germany. Ich habe mir zum Thema Gewinn gerade, als Alvaro gesungen hat, ein bisschen was aufgeschrieben. Und ich weiß nicht, magst du dich einmal ganz kurz auf meinen Stuhl setzen? Ich möchte einmal kurz auf die Bühne gehen. Jetzt geht die Kämpferei los hier. Vorsicht, der Stuhl verschluckt dich gleich. Ich hoffe, ich kann mein Gekritzel in der Geschwindigkeit lesen. Jetzt wird's spannend. Alvaro. Ich habe mir gerade nur was aufgeschrieben. Ich singe gleich mal einen Song an, den ihr vielleicht kennt, um so ein bisschen reinzukommen. Und dann fürs Ende habe ich mir ein bisschen was aufgeschrieben gerade, was zum Thema Gewinn. Aber lasst euch überraschen. Pass auf. Schlag jetzt ein. Das letzte Mal am Meer. Eine halbe Ewigkeit schon her, pack meine Besten und das Nötigste zusammen. Ey, ein spanischer Tänzer und zwei alte Männer glauben, sie können das hier gewinnen. Bei der einzigen Frau, ich weiß, sie hat's drauf, kannst du nur verlieren. Ey, du musst in meinem Team sein. Hier kriegst du, was du willst, weil es bei mir am schönsten ist, hol ich dich zu mir rüber, denn ey, du musst in mein Team sein, nicht direkt in die Augen schauen. Ey, weil ich weiß, was du willst, sag doch nur meinen Namen, bitte sag meinen Namen. Das ist schön. Bisschen, du siehst, wir packen hier gerade richtig alle aus, weil wir wirklich wollen, dass wir kämpfen wirklich um dich. Ja, das passiert nicht so oft hier. Also ich möchte dich wirklich in meinem Team haben. Ich auch. So. Ich höre die Herzen hier alle ganz schön schlagen, weil wir sehr nervös sind und, glaube ich, jetzt langsam sehr, sehr gerne wüssten, für wen du dich entscheidest. Oh Mann, ihr habt es mir so schwer gemacht. Also, ich wollte eigentlich schon immer zu Alvaro. Aber? Oh nein! Oh nein! Also. Aber. Aber? Aber? Nee, aber ich glaube. Nee, ich bleib bei der Entscheidung. Yes! Meine, ich hab gelitten, Alter! Da war doch noch nicht drauf dabei! Tut mir leid, tut mir leid. Schön, dass du da bist.
Das ist das Alvaro Team Geschenk. Dieselbe Kette, die ich auch trage. Oh, danke. Danke. Dich. Komm mal mit mir mit. Ich begleite dich noch hier. Super gemacht, yeah. Jessie. Alles klar, so cool. Jessie, du rein. Ich freue mich auf die Battle. Super cool. Vielen Dank, ey. Dankeschön. Bis dann.